Es ist die Ruhe vor dem Sturm. In wenigen Minuten beginnt der Auftritt der Rockband Freiwild. Vor 6000 Konzertbesuchern in der Schweriner Kongresshalle. So ein Gefühl, wo man weiß, jetzt geht's los. Das ist wie so ein Pferd, bevor die Box losgeht, aufgeht. So ungefähr fühlt man sich. Freiwild ist die derzeit erfolgreichste und umstrittenste Band in Deutschland. Die Südtiroler singen Deutsch und viel von glühender Heimatliebe. Wegen ihrer teilweise schwülstig patriotischen Texte begleitet die Rocker ein Verdacht, die Band sei irgendwie rechts. Das ist kein Rechtsrock, das ist kein Linksrock, das ist einfach Rock'n'Roll, das ist Deutschrock. Deutschrock, genau, da sagt er, er sagt es. Wir zeigen Flagge, dass wir nicht gegen Extremismus sind, gegen links und gegen rechts. Wie es sich gehört, für einen deutschen Zivilcourage-Mensch. In den Medien wurde in letzter Zeit massiv darüber berichtet, dass es sich ja hierbei nur um Nazis handelt. Aber wenn ich mir das hier angucke, hat das anscheinend dann gar nichts damit zu tun. Freiwild ist die geilste Band der Welt, weil sie einfach geile Musik machen. Sie sprechen aus dem Herzen. Freiwild sind wir. Yeah! Nazis raus! Nazis raus! Doch selbst diese Parole steht unter Blut- und Bodenverdacht. Es ist nie schön, wenn man als irgendwas dargestellt ist, im negativen Sinne, was man überhaupt nicht ist. Das würde jeden Menschen nerven. Und zum Zweiten, wie gesagt, sind wir als Band und auch mit der ganzen Fangemeinschaft ganz weit von dem entfernt, was man uns irgendwie anlastet. 70% der Südtiroler sprechen Deutsch. Unter Mussolini wurde die norditalienische Minderheit unterdrückt. Heute ist die Alpenregion der wirtschaftsstärkste Teil des Landes und im Gegensatz zu Italien schuldenfrei. Das macht das Bergvolk stolz und Freiwild zu singenden Patrioten. Diese Feinde, die in der Hölle schmoren sollen, das ist ein Zitat aus dem Song Südtirol. Damit meinen wir eigentlich Menschen, die autonomiefeindlich gegenüber Südtirol sind. Das sind viele Politiker in Rom. Das sind die Feinde, das ist kein Mensch gemeint. Da ist ganz bestimmt keine Gruppe von Menschen gemeint oder sonst was. Ich glaube, wir setzen uns immer wieder ein und wir predigen das auf. Wir setzen uns ein für ein friedliches Zusammenleben aller Sprachgruppen und aller Zugehörigkeitsgruppen, die es in Südtirol halt nochmal gibt. Weil die Band so viele Alben verkauft, war sie bereits letztes Jahr für den Echo nominiert. In diesem Jahr wurde sie kurzfristig ausgeschlossen. Die etwas schwammige Begründung, der Echo solle nicht zum Schauplatz einer öffentlichen Debatte werden. Harald Martenstein hat in seiner Kolumne im Zeitmagazin über Freiwild geschrieben. Er kann an den Texten nichts Extremistisches finden. Wenn irgendein Indianerstamm im Amazonasgebiet sagt, wir verteidigen unsere Kultur, wir möchten nicht, dass das alles aufgeht in Brasilien oder so, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn so ein Südtiroler sagt, ich finde mein Südtiroler Brauchtum toll und ich möchte nicht, dass wir Italiener werden müssen, was auch völlig okay ist, was auch in Italien akzeptiert wird als Position, dann heißt es bei uns, das sind Rechtsradikale. Ich glaube, da herrscht eine große historische Verwirrung. Auch das Video Wahre Werte stieß auf Kritik. Wegen der Bilder vom Tiroler Schützenbund und der heimatverliebten Texte. Stirbt unser kleines Volk. Ziemlich viel Lärm um rechts. Hatte der Aufmarsch des Schützenbundes doch einen anderen Anlass. Ja, der Südtiroler Schützenbund bei dieser Veranstaltung sich ganz klar gegen den Faschismus wendet. Und wir wollten einfach zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, patriotische Werte zu vertreten und trotzdem gegen Nazis und gegen Faschisten Stellung zu beziehen. Viele wollen Burger nicht glauben. Schließlich war er als Teenager eindeutig rechts, bei den Kaiserjägern, einer Skinhead-Band. Du warst in dieser Band namens Kaiserjäger. Warum?
Warum ich da war, frage ich mich heute auch. Gibt keinen Grund. Kann ich ehrlich nicht sagen. Aber es war auch in dem Moment nicht so wirklich eine Band, weil normal eine Band, die nimmt irgendwie ein dummes Studio was Schönes auf. Die gibt's auch dann meistens eine gewisse Zeit. Bei uns ging es ja nur ein paar Monate, sage ich jetzt mal. Konzerte kannst du auch an drei Fingern abzählen. Und selbst die Zuschauer kannst du an drei Fingern abzählen. Im Endeffekt war das mehr so ein gescheitertes bzw. ein beschissenes Projekt. Heute hat Freiwild sein eigenes Label und ein Fangeschäft in Brixen. T-Shirts mit Anti-Rechts-Parolen gehören zum Sortiment. So wird aus der Kontroverse ein Geschäftsmodell. Wir sind eine Band, die sehr viel daran setzt, einfach viel gegen rechts zu machen. Und dazu gehören auch solche Aktionen dann wie mit einem T-Shirt oder auch Plakate auf, oder auch Aufnäher, Aufkleber. Ja, ist uns einfach wichtig. Dass die Band bei einigen Neonazis trotzdem beliebt ist, für Freiwild ein Kollateralschaden. Bei allen Auftritten, wie zum Beispiel hier in Schwerin, kontrollieren Ordner die Gäste auf Nazi-Symbole. Was sind das so für Symboliken und Namen, die nicht rein dürfen? Wie zum Beispiel Thor Steiner, Longsail, gewisse Symbolik von Adolf Hitler, 1888 und des Weiteren. Springerschiebe mit weißen Schnürsenkeln. Also da gibt es so ein dickes Buch von, da bräuchte man jetzt eine Stunde, bis ich alles erklärt habe. Und die werden dann wieder nach Hause geschickt? Ja, die werden nach Hause geschickt, aber wir lassen sie nicht rein. Feinde deiner Feinde heißt die Tournee von Freiwild. Das gleichnamige Album steht auf Platz 1. Vor dem Auftritt wird die Stimmung angeheizt mit Schlagermusik. Jeden Tag was anderes, keine Ahnung. Es muss nur knallen. Die Leute müssen es mitziehen können. Freiwilds Musik ist nicht rechtsradikal. Aber die Band hat eine profitable Marktnische gefunden. Irgendwo im Dunstkreis zwischen Heimat, Ehre und Treue. Dass die Freiwild-Texte manchmal an den Musikantenstadel erinnern, ist kein Zufall. Philipp Burger schreibt auch für andere, zum Beispiel für die Kastelruther Spatzen, seine Volksmusik-Landsmänner aus Südtirol. Der Song, der hat es dann eigentlich auf Anhieb aufs Album geschafft. Klingt jetzt überhaupt nicht nach Freiwild, aber er funktioniert. Eigentlich muss ich was selber machen, aber er funktioniert. Dafür habe ich auch das hier gekriegt, was ich ungemein stolz macht. Wie die Küste an der Nordsee. Was einfach ist. Demnächst muss sich erstmal keiner mehr aufregen. Freiwild will eine Pause einlegen. Der Streit wird weitergehen.